besonders auf eine extrem spannende Runde, die mich persönlich auch wahnsinnig interessiert, ich aber relativ wenig Ahnung habe. Dafür habe ich jetzt extra nochmal einen Formelsakko angezogen heute, um die eine oder andere Formel zu entdecken. Vielleicht hat da ja was mit Wasserstoff oder Elektro zu tun. Keine Ahnung. Aber wir besprechen heute dieses Thema und dazu haben wir verschiedene Gäste eingeladen. Wir, das sind wie immer Philipp Schiede aus Brandenburg, schätze ich mal, das wirst du aber gleich selber sagen, Geschäftsführer des AP Verlag und unter dessen Namen sozusagen firmierend Manage It, das Magazin erscheint. Philipp, servus, herzlich willkommen. Hallo Werner und ein schönes Grüß Gott in die ganze Runde aus Brandenburg bei starkem Schneefall und netter Kälte. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Ja, aber wie? Dann begrüße ich wie immer den Herausgeber des Online-Magazins datensicherheit.de, Carsten Binnow. Servus, Carsten. Ja, Werner, grüße dich. Auch wir haben hier Schnee, jetzt keinen starken Schneefall mehr, aber auch hier ist die Kälte eingezogen. Und vielleicht fangen wir gleich mit den Themen an, die uns beschäftigt haben. Es gibt nämlich zwei interessante Dinge, die ich gerne nennen möchte. Eine Sache, die ich erschreckend fand, nämlich einen Cyberangriff auf eine Wasserversorgung in Florida. Das ist ja quer durch die, ist nicht das erste Mal, hatten wir im letzten Jahr in Israel auch schon und wahrscheinlich eine relativ hohe Dunkelziffer, was diese Dinge anbetrifft. Aber was erfreulich ist, es gibt eine Webseite, die sich Finn der Fuchs nennt, wird Mitte Februar rauskommen und jungen Menschen Cybersicherheit näher bringen. Passwortsicherheit und so weiter, wird vom Teletrust mit unterstützt und das Thema Bildung hatten wir ja auch schon häufig. Das scheint mir ein guter Ansatz zu sein, der nachahmenswert ist. Perfekt, ja, finde ich auch. Also gerade die Jugend, haben wir letztes Mal ja festgestellt, dass die Jüngeren mit der IT-Security ein bisschen auf dem Weg zu stehen, aber wir werden das auch schaffen. Hat sich irgendjemand sein Mikrofon an? Eine Frage im Hintergrund. Höre ich nämlich ziemlich viele Geräusche oder bin ich das so? Ja. Dann danke für die Rückmeldung. Ja, meine Neuigkeit, wollte ich auch noch kurz sagen, was ich gesehen habe. 1,5 Milliarden hat Elon Musk in Bitcoin investiert. Zum Glück, sage ich fast, weil ich habe noch zwei, drei noch rumliegen, nein, Stück, Anteile. Und dass das natürlich auch einen gehörigen Push gegeben hat. Das sieht man mal, wer wieder Gas gibt. Ansonsten begrüße ich in unserer Runde neu Celia Martin. Celia Martin ist Rennfahrerin vom Beruf, inhaliert sozusagen Mobility und jetzt auch beim German Mittelstand als Ambassador für das Thema Mobility. Celia, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Wo bist du? Wo sitzt du? Vielen Dank, Werner. Ich bin jetzt im Adenau, also neben der Nürburgring. Der Schnee ist weg, aber ist sehr kalt. Aber es ist ein schönes Wetter heute. So, das ist schön. Trainierst du schon? Also geht schon los mit Fahren? Fahren wir der Mittelmeer. Also bald. Alles klar, wunderbar. Schön, dass du dabei bist. Und jetzt kommen wir zu unserem... Werner, Entschuldigung, da ist irgendwo im Hintergrund ein störender Ton. Ich weiß nicht, woher der kommt. Ja, ich... Habt ihr das auch? Ja, schaltest du mal kurz dein Mikro aus? Ich schalte es mal aus. Jetzt ist es besser, oder? Philipp, das bist leider du. Schau mal, ob du noch hinten dran bei der 3 laufen hast. Geht's jetzt? Jetzt geht's besser. Jetzt ist gut. Komisch. Okay, passt. Perfekt, danke dir. Sorry für die Störung. Jetzt ist dafür in der Zwischenzeit David weg. Oder seht ihr den noch? Ah, da kommt er wieder. Bin da. Philipp, vielleicht schaltest du dein Mikro trotzdem aus, weil irgendwas ist bei dir, glaube ich, im Hintergrund. Ja, ist besser. Also zur Frage dann. Nee, doch nicht. Keine Ahnung, wo dieses Geräusch. Also ich denke, das kommt von dem Mikrofon von David. Ah, okay. Jetzt bin ich stumm, mache ich stumm. Warte mal. Aber du darfst natürlich auch was sagen, du musst nicht stumm sein. David, ich weiß nicht, du bist ja wahrscheinlich hier irgendwo gerade auch Homeoffice oder tatsächlich in deinem Büro, ich weiß es nicht. Dementsprechend
begrüße ich dich ganz herzlich als unseren Ehrengast sozusagen. Wir haben miteinander ein bisschen gesprochen. Wir wollten über das Thema Elektromobilität, über Pininfarina sprechen, über Wasserstoff. Und dann hast du noch gesagt, ja, das sind Themen, die mich natürlich bewegen und reizen. Du bist Geschäftsführer von Pininfarina Deutschland, eine Marke, die mich seit vielen, vielen Jahren auch begleitet, teilweise mit Neid, weil ich diese Autos nicht fahren durfte. Ab und an ist es mir dann doch gelungen. Ganz herzliches Grüß Gott, David, und stell dich mal selber ein bisschen vor. Ja, danke Werner, und vor allem vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, über diese Themen heute mit euch zu sprechen. Und eben, also wie du gesagt hast, bin Geschäftsführer der Pininfarina Deutschland GmbH. Wir haben zwei Niederlassungen, also Headquarter, wo ich mich heute befinde, in München. Und ansonsten haben wir auch eine zweite Niederlassung in Leonberg bei Stuttgart. Das heißt, wir sind Italiener, aber wir sind Deutsche. Ich meine, wir vertreten heute die deutsche Fraktion des Unternehmens, sage ich mal so. Wir sind circa 200 Leute in Deutschland. Das heißt, würde ich sagen, eine relevante Anzahl an Mitarbeitern, die an diesen Fahrzeugthemen arbeiten. Hauptsächlich machen wir Fahrzeugentwicklung im Bereich Karosserieentwicklung, Rohbau, Exterieur, Interieur. Also wir beschäftigen uns mehr mit der Engineering-Seite als mit dem Design-Styling-Seite von Automotive-Geschäft. Aber natürlich sind wir auch sehr stark in Verbindung mit den Kollegen in Italien, die sehr schöne Autos designen. Und wir kümmern uns darum, letztendlich wir sorgen dafür, dass diese schönen Formen auch dementsprechend fahren können. Ja? Oder zumindest unterstützen wir das. Und wir arbeiten hauptsächlich eben also für die deutsche Industrie, wobei wir auch einige internationale Projekte haben. Das ist natürlich die Themen, die über welche wir heute sprechen werden, sind Themen, die wir uns intensiv beschäftigen. Und deswegen, wenn du mir das Go gibst, fange ich an. Ja, dann gebe ich dir sogar das Go und du darfst uns einführen in dieses Thema, worüber wir dann auch gleich diskutieren werden. Das heißt Wasserstoff oder Elektro. Silje, du hast, glaube ich, auch noch einen weiteren Punkt nochmal, den wir dann gerne nochmal mit einbauen werden. Aber jetzt erstmal, David, the stage is yours sozusagen. Mach uns schlauer. Ja. Dankeschön, Werner, nochmal. Also, das Thema ist für mich sehr interessant. Ich meine, ich bin in der Automobilindustrie tätig schon seit mittlerweile 20 Jahren. Ich bin als Hintergrund bin ich Ingenieur und ich habe angefangen von Anfang an, also schon während meinem Studium, aber auch schon mit den ersten Projekten, die ich durchgeführt habe, sogar also bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Ich bin in Deutschland seit 15 Jahren. Also die hatten schon die ersten Projekte letztendlich das Hauptthema Elektro und auch Wasserstoff. Und die waren damals letztendlich Vorentwicklungsthemen, aber mittlerweile sind Themen, die letztendlich die ganze Automobilindustrie prägen und sind fast die Hauptthemen geworden. Ja. Und die Frage ist für mich, die Hauptfrage, warum Elektro, warum Wasserstoff? Das hat natürlich viel mit dem CO2-Ausstoß. Ich glaube, von diesen Themen sind wir alle diese Themen sind uns allen bekannt. Wenn wir jetzt sagen, 95 Gramm pro Kilometer CO2-Ausstoß, und wir müssen die CO2-Bilanz verbessern und tausend Diskussionen. Aber es geht nicht nur darum. Letztendlich das Thema Elektro und dann das Thema Wasserstoff werden was eben also drei Themen sind auch technisch verbunden. Die haben nicht nur mit dem CO2-Ausstoß zu tun, sondern die haben auch viel mit dem Thema Energieversorgung und Energiestrategie von einem Land oder von einer Community, wie zum Beispiel die Europäische Union.
wir wissen, die Europäische Union, Deutschland insbesondere, aber also, das gilt grundsätzlich für alle Länder, wir sind energetisch abhängig von Energie, die aus anderen Ländern kommt. Und keine Ahnung, also Gas vom Russland oder Öl aus anderen Regionen, Mittelost und so weiter. Dieses Thema, der Antrieb der Zukunft, hat viel mit eben also Energieversorgung, Energiestrategie zu tun und Unabhängigkeit eben von Öl und Gas. Eben, also das gesagt, wie funktioniert letztendlich ein Elektroantrieb und warum hat ein Elektroantrieb auch mit Wasserstoff zu tun? Und dann schließe ich den Kreis mit dem Thema Energieversorgung, Energiestrategie. Letztendlich, es ist, glaube ich, uns allen bekannt, auch letztendlich den Leuten, die weniger sich mit Entwicklungsthemen beschäftigen. Das Hauptthema von einem Elektroantrieb ist das Thema Batterie. Das Elektroauto, die größte Herausforderung des Elektroautos ist eben also die Batterie, weil oder das Energiespeichersystem, würde ich so noch besser sagen. Und das ist, weil ansonsten der Elektroantrieb an sich ist leise, effizient, gut ausgeglichen, sehr kompakt. Und das Thema ist tatsächlich Energiespeichersystem. Neben kommen wir wieder zum Thema Energie. Ich möchte ein paar Zahlen geben, damit wir alle, wie soll ich sagen, auch diese Herausforderung besser verstehen. Wenn wir, also ich glaube, wir sind alle letztendlich, ich weiß nicht jetzt, wie viele auch von den heutigen Teilnehmern Autofahrer sind, vor allem hier in den großen Städten, auch in Deutschland gibt es viele, die lieber U-Bahn oder S-Bahn und so weiter fahren oder Fahrrad. Aber letztendlich, also es gibt immer noch viel Verkehr. Und die Mehrheit der Autos sind letztendlich mit fossilen Kraftstoffen letztendlich angetrieben. Und wenn man denkt, also der Heizwert von Benzin oder Diesel, dass man kann sagen, also der Energieinhalt ist circa, ja, also knapp 12 Kilowattstunden pro Kilogramm. Wenn man denkt, eine Batterie, wie viel eine Batterie an Energie speichern kann. Wir sprechen eben also von Energiedichte. Wir sprechen heute von, keine Ahnung, ich mache jetzt eine Marke, die allen bekannt ist, ein Tesla Model 3 hat Batterien, die haben einen Energieinhalt von 760 Wattstunden pro Kilogramm. Also wenn man so Pi mal Daumen hochrechnet, man kann sagen, also man hat 300 Kilowatt, Entschuldigung, Wattstunden pro Kilogramm, 100 Kilowattstunden, eine relativ große Batterie für ein Elektrofahrzeug von mit 100 Kilowattstunden, hat ein Gewicht, nur die Zellen letztendlich sind 400 Kilogramm. Also 400 Kilogramm ist schon eine Menge Gewicht, die man mit sich schleppen muss. Jedes Mal. Das natürlich beeinflusst viele andere Sachen, inklusive Effizienz. Die hängt letztendlich auch von Gewicht ab. Aber eben, also es sind andere Themen wie zum Beispiel also auch Platz. Diese 400 Kilogramm, die brauchen auch ein bestimmtes Volumen. Und das heißt, diese Fahrzeuge sind auch konzeptuell ein bisschen anders als die konventionellen. Aber eben, also, wenn wir bleiben zum Thema Energiedichte, wir sehen, also wir machen einen Vergleich und wir sagen, 12 Kilowattstunden pro Kilogramm, man kann auch so in Liter so umrechnen, sind circa 10 Kilowattstunden pro Liter fossilen Kraftstoff, also normalen Kraftstoff, Diesel oder Benzin. Vergleichen Sie sich mit 100 Kilowattstunden, 400 Kilogramm. Das heißt im Prinzip, wenn ich 10 Liter, also Energie, äquivalent wie 10 Liter Benzin oder Diesel in einem Auto habe, wenn das als Energieinhalt in einen Elektrowagen letztendlich transferiere, das bedeutet, ich schleppe die gleichen 10 Liter, sind 400 Kilogramm.
Das heißt, es ist schon ein Riesenunterschied. Und das ist jetzt, macht natürlich die Herausforderung besonders groß. Ja. Und jetzt ist, wir kommen von einer anderen Seite, also von der Effizienz. Die Effizienz des Antriebs, des Elektroantriebs ist im Vergleich zu einem konventionellen Antrieb, man sagt, also Pi mal Daumen, dreimal besser, einfach besser. Das heißt, eigentlich die Energie, die ich jetzt am den Rädern transferieren kann, kann ich jetzt mit meinem Faktor, sag ich mal, so 3 multiplizieren. Und das heißt, das macht den Unterschied ein bisschen geringer. Aber die Herausforderung ist immer noch sehr groß. Jetzt, also lange Einführung, wo kommt das Thema Wasserstoff? Ich versuche jetzt zum Thema Wasserstoff zu kommen, von Elektro zu Wasserstoff. Zu einem muss man sagen, also der Antrieb von einem Wasserstoffauto, wenn wir uns auf die Brennstoffzellen konzentrieren, ist im Prinzip wie ein normaler Elektroantrieb, wie ein Batteriefahrzeug. Man könnte hier ein Kapitel aufmachen zum Thema, man kann auch Wasserstoff verbrennen in einem Verbrennungsmotor, aber da haben wir andere Herausforderungen, würde jetzt für einen Moment das ausklammern. Wenn wir das Thema eben also Brennstoffzellen analysieren, man kann sagen, also eine Brennstoffzelle braucht eben also brennt Wasserstoff und dadurch wird Elektrizität nutzen, die man in einem Elektroantrieb letztendlich verwendet, damit das Auto angetrieben werden kann. Das heißt, der Antrieb an sich ist genau gleich wie ein, also prinzipiell, ja, ist genau gleich wie ein der Antrieb von einem Elektrofahrzeug. Das heißt, man kann ein Fahrzeug, ein Elektrofahrzeug genau gleich so machen, von einer Antriebsart, das heißt Effizienz und alle anderen Dinge, also von Antrieb selber, Elektromotor, Leistungselektronik und so weiter. Aber statt einer Batterie habe ich Wasserstoff an Bord. Und wenn ich Wasserstoff an Bord habe, konfrontiere ich mich gleich mit einem Thema, das heißt, was ist der Heizwert von Wasserstoff an sich? Und da sehen wir, mit 33 Kilowattstunden pro Kilogramm haben wir schon eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu einer Batterie, zu einem Batteriefahrzeug. Das ist der Punkt, dass Wasserstoff, das ist auch extrem sauber, weil letztendlich, wenn ich jetzt Wasserstoff verbrenne und Elektrizität, also Strom erzeuge für einen Elektroantrieb, als Produkt von dieser Reaktion habe ich nur Wasser. Das heißt, habe ich einen Schadstoff. Deswegen also ist der Antrieb extrem sauber. Die Sache ist, und das ist das Hauptproblem, dass Wasserstoff an sich ist das, obwohl das Element H, also das häufigste Element im Universum ist, als H2, also was wir jetzt eben also in einer Brennstoffzelle oder auch in letztendlich als Molekül, was wir verwenden können, existiert im Universum nicht. Das heißt, um das zu produzieren, brauchen wir Energie. Das heißt, man sagt, ja, es macht keinen Sinn jetzt, wenn wir Wasserstoff nutzen, in einem Auto oder woanders, aber letztendlich, um Wasserstoff zu produzieren, brauchen wir Energie. Und letztendlich, also der Energiebilanz insgesamt, wie man sagt, well to wheel, ist wieder schlecht. Und vor allem, man wird nun die Schadstoffen, also vielleicht nicht jetzt lokal generieren, sondern woanders. Ja. Und das war eben ein großes Thema vor 20 Jahren, als ich am Anfang meiner Karriere war und wir eben also uns mit diesem Thema beschäftigt haben. Aber jetzt kommt der Punkt, und zwar das Thema erneuerbare Energien. Man kann, und das Thema, dass wir ein Medium brauchen, um die Energie, weil da Wind oder Sonne kann man nicht jetzt so bestellen, wie man will. Das heißt, die Anlage wird man dimensionieren und dann teilweise gibt es einen Überschuss an Energie, und die normalerweise nicht genutzt wird. Oder auch wenn wir auch mehr Windräder hätten, mehr Solaranlagen hätten, also kann man so hochskalieren und sagen, dieser Überschuss ist höher. Was mache ich mit dieser Energie, die letztendlich sauber ist und, ja, kann man so sagen, kostenlos ist. Ist es nicht, aber könnte man so sagen. Also die Quelle an sich, die Sonne und Wind, zahlen wir nicht.
Das heißt, man braucht eine Lösung, diese Energie sicher zu speichern. Man kann das gut machen, letztendlich, zum Beispiel für Elektrolyse, und kann Wasserstoff generieren. Diesen Wasserstoff als Energiespeichermedium und dann diese Wasserstoff, die man eben also bekommen hat und gespeichert hat, kann man verwenden für unterschiedliche, Anwendungen. Kann für mobile Anwendungen sein oder kann für stationäre Anwendungen sein, zum Beispiel auch in Prozesse wie in der Stahlindustrie zum Beispiel, die extrem energieaufwendig sind und eben also auch Wasserstoff verwenden können statt fossilen Energieträger. Und das ist sehr interessant. Und deswegen kommt das Thema Wasserstoff in Frage, auch für Elektrofahrzeuge und für die Mobilität. Jetzt, um ein bisschen auf den Punkt zu kommen, ist die Frage, ist Wasserstoff für ein PKW sinnvoll oder nicht sinnvoll? Wenn man die Effizienz sieht, das heißt, ich habe 1 Kilowattstunde Energie an der Quelle, und wie viel Energie bekomme ich am Rad, um das Fahrzeug zu bewegen? Man kann sagen, dass ein Brennstoffzellenfahrzeug aus der Effizienz ist circa dreifach schlechter als ein Batterieelektrofahrzeug. Das heißt, wenn ich nur die reine Effizienz anschaue, ist besser ein Batterieelektrofahrzeug als ein Brennstoffzellenfahrzeug. Wohlgemerkt, sich mit einem Elektrofahrzeug, also Batteriefahrzeug, muss ich das Thema abschleppen von diesem Totgewicht Batterie in Kauf nehmen. Deswegen, was ist jetzt der Hauptvorteil von Brennstoffzellen, von Wasserstofffahrzeugen? Ist das tatsächlich die Tatsache, dass die Energiedichte des Mediums letztendlich deutlich höher ist. Das heißt, wo ich eine große Menge Energie brauche an Bord, ist besser, letztendlich eine Lösung mit Brennstoffzellen anzuschauen, als ein Batterieelektrofahrzeug letztendlich zu berücksichtigen. Und das bedeutet insbesondere, dass für Stadtfahrzeuge, wo man sagt, eine riesige Batterie, also so viel Energie braucht man nicht. Man macht kurze Strecken, man kann die Batterie, das Auto immer wieder laden. Da würde ich sagen, ein Brennstoffzellenfahrzeug macht weniger Sinn. Aber wenn wir sagen, wir machen jetzt ein LKW und muss mehrere hundert Kilometer fahren, macht es mehr Sinn, in einem 40 Tonnen LKW, keine Ahnung, 6, 7, 8 Tonnen Batterie mitzuschleppen, auf Kosten eben von Payload und eben, also dann dieser Gewicht kostet auch, weil dieser Gewicht zu schleppen kostet auch Energie. Oder macht man einen Brennstoffzellenantrieb und man speichert Wasserstoff und das braucht deutlich weniger Volumen und deutlich weniger Gewicht. Und letztendlich, man kann auch eine Fahrzeugflotte, eine LKWs elektrifizieren und dementsprechend deutlich, deutlich sauber machen als heute. Der Punkt ist, warum hat sich diese Technologie noch nicht jetzt verbreitet? Natürlich gibt es ein Thema mit der Versorgung, Tankstellen und so, aber zum Beispiel für den Fernverkehr ist deutlich besser planbar als für den normalen Nutzer im Stadtbereich zum Beispiel. Wir sehen schon auch mit den Ladesäulen von Batterie-Elektrofahrzeugen, wie das Ganze schon teilweise eine große Herausforderung darstellt. Und dann kommen natürlich die Kosten, weil eben also Wasserstoff macht nur Sinn, wenn wir von grünem Wasserstoff denken und reden. Das heißt, wenn das sauber produziert wird, weil wenn wir man kann Wasserstoff zum Beispiel von Reforming, von Erdgas generieren und so, aber man braucht Energie und man spricht nicht von grünem Wasserstoff. Grünes Wasserstoff ist nur, was mit erneuerbaren Energien generiert werden kann. Heute sind wir da bei circa, man kann so sagen, $4 pro Kilogramm Wasserstoff.
und man sagt die Wende, damit das Ganze wirtschaftlich attraktiv wird, sind die 3 US-Dollar pro Kilogramm. Und wenn wir das erreichen, dann gibt es viele andere Anwendungen, auch im Industriebereich, die das Wasserstoff letztendlich attraktiv machen von den Kosten. Das bedeutet, dass es ist eine Wirtschaft, die sich selber letztendlich alimentiert und dann am Ende gehen die Preise wieder weiter nach unten und machen das Ganze noch attraktiver. Und das heißt, wir sind nicht so weit weg vom Ziel. Und ich glaube, das macht sicherlich die Aufgabe sehr spannend und definitiv zielführend, hinsichtlich eben also Emissionen, ja, aber auch Energieversorgung. Weil Sonne und Wind haben wir genug auch hier in Europa und in Deutschland. Und wenn man denkt, und damit würde ich diese lange Einführung oder diese lange Impuls beenden, in Deutschland hat schon in 2020 50% des Stroms letztendlich aus erneuerbaren Energien erzeugt. Und das ist aus meiner Sicht großartig. Und da können wir besser machen, und damit wir deutlich, also voran, auch in unsere Umwelt letztendlich was machen gehen und in einen holistischen Ansatz, wie man sagt, nicht nur Mobilität, sondern auch viele andere Anwendungen und eben also Energieversorgung grundsätzlich. Ich glaube, Werner, ich war sehr lang. Ich weiß es nicht, ich kann beliebig weitermachen, aber ich glaube, die Zeit würde uns dann fehlen. Vielleicht gibt es ja auch Zeit für ein bisschen für Diskussion und Fragen. Ja. Werner, dein Ton ist aus. Ja. Danke für den Hinweis. Jetzt bin ich selber in die Falle getappt. Danke dir, David. Klar war das viel Inhalt, aber ich sehe auch schon, dass hier wahnsinnig viel im Chat auch schon diskutiert wird. Zu diesen Chat-Fragen kommen wir auch gleich, Carsten, aber erstmal an dich gerichtet. Effizienz, Wasserstoff. Ich fand diese Mischung interessant, dass man sagen, wir gehen Richtung LKW und Fernverkehr, könnte man auf Wasserstoff setzen und innerorts in der Stadt oder sowas dann auch Richtung andere Mobilitätsfaktoren. Wie findest du das Thema aus Berliner Sicht sozusagen? Also wenn man sich zu dem Thema äußert, begibt man sich natürlich immer auf vermintes Gebiet, weil es selten, sachlich diskutiert wird, sondern häufig sehr emotional wird. Ich habe 2 Fragen gesehen, die ich für David schon mal gerne beantworten will. Die Frage war, wie groß der Wirkungsgrad bei der Elektrolyse ist. Ungefähr 70%, sagt eine Studie von Howard und Partner. Das mag die eine oder andere ein bisschen anders sehen. Und die Frage, die noch gestellt wurde, ob die Brennstoffzelle nur 30% oder 33% Wirkungsgrad hat. Nein, es ist der Gesamtwirkungsgrad, der gemeint ist, der nachher ankommt. Das ist ein Unterschied. Wenn die Brennstoffzelle selbst nur 33 hätte, dann wäre die Gesamtbilanz deutlich geringer. Insofern das mal zur Klärung der Frage. Mich würde in dem Zusammenhang mal interessieren, VW setzt ja eindeutig auf Elektromobilität, wie man auf der Webseite sehen kann. David, was sagst du dazu? Gibt es andere Autohersteller, mit denen ihr ja zu tun habt, die dort eine andere Strategie verfolgen, oder ist das jetzt Common Sense gewissermaßen? Also ich würde sagen, man sieht schon eine gewisse Tendenz. Also VW hast du selber erwähnt, aber es gibt zum Beispiel Daimler. Daimler hat seit Jahrzehnten letztendlich in diese Richtung schon Konzepte gezeigt. Und es gab eine Meldung vor einigen Monaten, und die haben gesagt, dass letztendlich sie werden sich aus dem LKW-Bereich konzentrieren für das Thema Brennstoffzellen, und wir werden nicht weitermachen im Bereich PKW. Natürlich auch für PKWs gibt es Anwendungen, die sinnvoll sind. Wir haben gesehen, also zum Beispiel in Japan, die Toyota hat schon, der Toyota Mirai ist schon in der zweiten Generation, und auch Hyundai macht Brennstoffzellen-PKWs. Das heißt, es gibt sicherlich auch Gründe dafür und Anwendungen, die auch im PKW-Bereich das Thema Brennstoffzellen sinnvoll machen.
Aber ich würde sagen, aus den Gründen, die wir vorher genannt haben, und wenn wir sehen, dass wir auch die Batterie-Elektrofahrzeuge sich weiterentwickelt haben, ich sehe das tatsächlich als Vorteil für die, für das Wasserstoff, das Thema Energiedichte. Weil in den nächsten 10 Jahren, sage ich mal so, es gibt klar die Solid-State-Batterien, man verspricht sich noch eine Erhöhung der Energiedichte, 400 Wattstunden pro Kilogramm, aber letztendlich dieser Unterschied, Energiedichte zwischen eben also fossilen Kraftstoffen oder Wasserstoff, ein bisschen weniger als Benzin oder Diesel, aber trotzdem eine größere Energieinhalt und Batterie, das bleibt auch in Zukunft. Das heißt, für alle Anwendungen, wo die Reichweite, aber die echte Reichweite, nicht jetzt in einem Zyklus, was ja mehr oder weniger relevant sein kann, aber wo man tatsächlich viel Energie an Bord bleibt, braucht, also Thema Fernverkehr ist das Hauptthema. Ich glaube, da sehe ich eine klare Tendenz, dass die Hersteller in diese Richtung gucken, ja. Danke dir. Celia, an dich mal gestellt die Frage natürlich. Wenn du als Rennfahrerin bist du ja, sag ich mal, infiziert mit dem Thema Autofahren. Was ist, siehst du da irgendeinen Unterschied oder was siehst du sozusagen als Zukunft? Dein Mikro ist auch aus. Ja, jetzt ist es funktioniert. Ja, natürlich, es ist eine wichtige Frage, besonders für diesen Verbrennungsmotor, weil als Rennfahrerin, wir mögen, wenn wir hören etwas, obwohl ich habe auch Elektrorennen schon gemacht mit diesem iPace von Jaguar. So, ich verstehe schon dieses Thema und ich bin auch zu arbeiten für ein Rennauto mit dieser Wasserstofftechnologie. Und das, ich habe dann eine Frage, weil es gibt schon Projekte, die sind wie mit dieser Wasserstoffbrennzelle. Entschuldigung. Aber die Frage ist dann, warum nicht die Wasserstoff mit der Verbrennungsmotor, entschuldige, benutzen, weil dann, also die Leute, die sind ein bisschen, ja, wir wollen nicht nur Elektro fahren, wir mögen unser normales Motor, vielleicht könnte sein, es könnte eine Lösung sein und für, das könnte auch gut sein für diese Energieversorgung, weil dann können wir die Energie benutzen, aus Abfallen der chemischen Industrie zum Beispiel? Ja, also das ist eine sehr interessante Frage. Ich weiß, dass auch da Forschungsvorhaben noch oder wieder am Laufen sind, damit man auch in diese Richtung eine machbare Lösung letztendlich finden kann. Ich kann dir sagen, was ist jetzt das Hauptproblem da? Also leider, der Siedepunkt von Wasserstoff ist bei minus 252 Grad. Das heißt, ein Grad darüber, und das ist ganz nah an den absolut Null, also Kelvin letztendlich, weniger kann man die Temperatur nicht gehen. Also da es reicht ein Grad mehr und letztendlich Wasserstoff wird verdampfen, letztendlich gibt flüssig nicht mehr. Und bei normalen Ambientenkonditionen letztendlich kann man so sagen, dass als Umgebung Bedingungen ein Kilogramm Wasserstoff braucht ein Volumen von 10 Kubikmeter. Also ist die Energiedichte, sage ich mal so, extrem schlecht. Und das Problem von diesen Systemen war eben, also wie kann man das Wasserstoff letztendlich einspritzen
in einer Brennkammer, in einer Menge, also ist gasförmig natürlich, kann das auch, also wenn wir das in der Vergangenheit gemacht, also Jahrzehnten auch da geforscht und die haben alles flüssig gemacht und dann haben die Verdampfung in Brennkammer realisiert. Aber das ist eben, also man muss gewährleisten, dass die Temperatur so gering bleibt wie zum Brennkammer. Und das kostet technisch und auch energetisch eine Menge. Also die Effizienz wird definitiv verschlechtert und die Technik ist extrem aufwendig. Und BMW hatte damals dann irgendwann die Forschungsaktivitäten gestoppt. Das ist das Hauptproblem. Und letztendlich, also damit ich genug gasförmiges Wasserstoff in einem Brennkammer von einem Verbrennungsmotor so eben also verbrennen kann, wie man mit Diesel oder mit Benzin kennt, ist das diese Energiedichte das Problem. Und deswegen, wie gesagt, es gibt noch Forschungsaktivitäten in diese Richtung. Vielleicht gibt es auch irgendwann auch eine vernünftige Lösung. Aber die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass vielleicht das ist diese Weg ist nicht jetzt so der Hauptweg, der so zielführend ist im Vergleich zu den Brennstoffzellen, die eben also Wasserstoff nutzen, um einfach Strom zu erzeugen. Okay. Beantwortet sozusagen, Silje, denke ich mal. Philipp, was ist deine Meinung zu dem ganzen Thema jetzt, wenn wir eben sprechen über Mobilität und welche Formen, Wasserstoff, Elektro oder vielleicht auch tatsächlich noch der Benziner weiter? Hm? Ja, der gute alte Benziner und der Dieseler, der wird auch ein bisschen außer Acht gelassen, wenn man sich heute die Marktanteile der anderen beiden E-Mobilitäten anschaut, ist er noch relativ gering, aber sicherlich stark wachsend. Also was mir wichtig erscheint, ist, dass die E-Mobilität ja, ist ein zentraler Baustein eines klimaschonenden und eines nachhaltigen Verkehrssystems. Und zwar aufgrund, wie es der David auch gesagt hat, auf erneuerbare Energien. Und da haben wir ja auch schon die Krux, gell? Denn diese Elektrofahrzeuge, nenne ich sie jetzt einfach mal, sind ja nur dann ökologisch sinnvoll, wenn der Strom auch aus erneuerbaren Energien dafür kommt. Ja? Und deswegen braucht man da durchaus eine Gesamtstrategie, denn woher soll denn der ganze Strom momentan kommen? Ich muss sagen, ich bin auch ein Verfechter der Wasserstofftechnologie. Ich weiß es nicht, vielleicht kann mir der David ja auch die Frage beantworten, wie lange es diese Technologie schon gibt und wie lange es in der Schublade liegt. Ich glaube, es sind 50 bis 60 Jahre. Meinst du die Elektrotechnologie oder? Generell den Wasserstoffantrieb habe ich mal gelesen, soll es schon vor 50 bis 60 Jahren gegeben. Ja, also als Prinzip an sich definitiv. Ich glaube sogar älter. Also die Prinzipien sind schon seit ewig bekannt. Aber natürlich, die Technologie geht weiter. Und ich kann mich schon daran erinnern, das war, also ich kann auch offen darüber reden, weil es ist mittlerweile sind viele Jahre vergangen. Wir sprechen bestimmt vor 10 Jahren, als Daimler zum Beispiel eine versucht hat, auch eine Lieferkette zu generieren für Wasserstoff, weil man braucht auch die Komponenten, man braucht Zulieferer für die Komponenten, einen Luftkompressor, die ganzen Ventile, die ganzen Komponenten, also es geht nicht nur um ein Stack an sich. Und da letztendlich, also es ist eine, die Technologien gehen weiter, kommen Zulieferer, die entwickeln neue Systeme, die immer günstiger sind, die wirtschaftlich letztendlich also darstellbar sind, was noch nicht jetzt für den Fall von Wasserstofffahrzeugen der Fall ist, weil ein Wasserstofffahrzeug wird heutzutage immer noch von Automobilherstellern subventioniert, also die wenigen, die am Markt sind, weil es wäre ansonsten extrem teuer. Das heißt, ich glaube, dass mit das Ganze funktioniert. Man darf nicht nur das Thema eben also Schadstoffemissionen berücksichtigen, sondern ist das Gesamtkonzept. Das Ganze muss
strategisch funktionieren. Das ist ein Thema Energieversorgung. Und da gibt es auch unterschiedliche Interessen. Und man muss auch eben also schauen, vor 50, 60 Jahren, das Thema erneuerbare Energien war nicht jetzt so geprägt wie jetzt. Ich sage also, vor 20 Jahren, wie gesagt, ich habe angefangen, ich war damals noch in Italien bei der Firma Piaggio Aprilia und wir haben die ersten Forschungsaktivitäten, also die ersten Roller und Zweiräder entwickelt mit Wasserstoff und so. Das Problem war, keiner hat daran geglaubt, eigentlich, ich selber nicht, weil Wasserstoff an sich existiert nicht in Natur, muss man produzieren. Und wenn ich jetzt Energie wieder dafür investieren muss, um H2 zu generieren, am Ende, ich meine, ja, also kann auch die Technologie existieren, aber es macht das Ganze keinen Sinn, energetisch keinen Sinn. Das heißt, es muss das Ganze jetzt wirtschaftlich funktionieren. Und deswegen habe ich auch versucht, in meinem Impuls diese $4 pro Kilogramm zu nennen, weil letztendlich am Ende, ich kann nicht jetzt zwingen, wenn ich heute Öl habe und kostet mir keine Ahnung, also ich kann jetzt einen Vergleich machen mit Erdgas, an der Produktion kostet ein US-Dollar pro Kilogramm und vergleiche jetzt mit $4 mit Wasserstoff. Natürlich müsste man auch den Energienat vergleichen und so weiter. Aber auf jeden Fall, es gibt eine wirtschaftliche Seite dahinter. Wenn die wirtschaftliche Seite mit der strategischen Seite und dann natürlich auch mit der Umweltseite, wenn alles nicht passt, klappt das nicht. Wir werden in 20 Jahren noch hier da sein und über Projekt A, Projekt B, Projekt C reden. Aber das Ganze gewinnt keine richtige Bedeutung mehr. Und deswegen, also da gebe ich dir definitiv recht, braucht man einen Impuls von der Politik. Und ich muss ehrlich sagen, also ich möchte hier keine politische Diskussion starten, aber viele kritisieren die, wie soll ich sagen, also die Unterstützung in eine gewisse Richtung, auch Richtung Elektromobilität, der Regierung oder von unterschiedlichen Regierungen weltweit. Eigentlich, also jede neue Technologie am Anfang, wenn nicht gefördert wird, wird auch keine Bedeutung gewinnen. Und wir sehen auch das Ganze mit den ganzen, also in einem ganz anderen Bereich, PV-Anlagen für die Stromerzeugung durch die Sonnenenergie. Also das ist am Anfang war natürlich, nur funktioniert das Ganze, weil das Ganze sehr stark gefördert war. Aber jetzt mittlerweile haben sich die Anlage so weiter entwickelt, sind deutlich, deutlich günstiger als in der Vergangenheit. Und das heißt, es gibt eine Wirtschaft, die sich alimentiert, ohne große externe Unterstützung. Ich meine, die Forderung da ist jetzt minimal. Und das sollten wir, wenn wir sagen, eine Sache macht Sinn, braucht man auch die entsprechende Unterstützung, braucht man auch die eine kleine Richtung der Politik. Und was ich sehe, also was ich jetzt sehe, finde ich positiv. Vor allem eben, also man darf nicht jetzt den wirtschaftlichen Aspekt vergessen. Und insbesondere für Deutschland, das ist Schwerpunkt der Automobilindustrie in Europa. Und wenn wir jetzt lange warten und warten, dass die ganzen Produkte, die der Markt jetzt braucht, aus China und Asien kommen, dann irgendwann sind wir zu spät dran. Und es gibt die Produkte, die man braucht, am Markt nicht. Das heißt also, persönlich begrüße ich sehr positiv die Strategie von VW. Die, also viele können sagen, es schlägt, nicht schlägt, aber zumindest haben die gesagt, das ist die Richtung und wir setzen das konsequent um. Und ich finde das gut, ja. Einfach mal tun, das ist, glaube ich, auch das, was ich auszeichnen sollte, dass wir es einfach tun. Carsten, nachdem wir zeitlich natürlich schon wieder in Bedrängnis sind, weil es ein extrem spannendes Thema ist und ich hoffe, wir können jetzt dann, wenn der Livestream zu Ende ist, dann die Fragen aus dem Publikum auch noch nachholen. David, du hast hoffentlich noch ein paar Minuten Zeit mitgenommen, aber Carsten, du wolltest noch ein Statement setzen. Ja, wir können fortsetzen natürlich bei dem Thema. Das wird ja nicht unattraktiv sein. Was ich gerne sagen möchte, ich muss David dort unterstützen. Eigentlich geht es darum, erstmal was zu machen und technologieoffen zu diskutieren und nicht schon gleich von vornherein eine Festlegung zu treffen. Halte ich für einen wichtigen Punkt, ist in mancher Diskussion, aus meiner Sicht zumindest, kommt es ein bisschen zu kurz. Das wollte ich nur sagen. Zweiter Punkt haben wir letztes Mal vor 2 Wochen mit Hans-Peter Kleebinder gehabt. Die Frage ist auch, wie man Verkehr vermeiden kann. Das ist
ist ja auch ein Beitrag dazu, sich umweltgerecht zu verhalten, ob jetzt Früchte unbedingt aus China nach Deutschland gebracht werden müssen, ob Krabben nach Marokko gefahren werden müssen, um sie wieder zurückzubringen. Passiert nicht mehr, aber das sind so Dinge, die kann man ja auch mal diskutieren. Die sind unter Umständen ähnlich wirkungsvoll wie die Frage, eben über Antriebstechniken zu sprechen. Stimmt, ich gebe dir absolut recht. Danke. Philipp, du hast das letzte Wort und dann schalten wir den Livestream leider aus. Aber alle anderen sind gerne noch eingeladen, weiter zu diskutieren. Ja, da hätte ich auch ganz gern gleich nochmal den Ball aufnehmen, was David gesagt hat. Früher hat die deutsche Automobilindustrie den Takt angegeben und der Regierung gesagt, was sie zu tun hat. Ja? Heute ist die Automobilindustrie immer ja noch als Kernkompetenz in der deutschen Wirtschaft bekannt, aber wir müssen doch eins ganz klar sagen, diese guten alten Zeiten sind vorbei. Ja? Wenn wir sehen, Tesla baut eine Gigafabrik vor den Toren Berlins und was da abgeht. Ja? Und in dieser Transformation ist die Automobilindustrie meiner Ansicht nach in der Elektromobilität ja, vom Vorreiter zum Nachzügler geworden. Wir laufen hinterher. Und da muss meiner Ansicht nach sehr, sehr viel passieren. Danke. Ja, gebe ich dir recht. Carsten, du wolltest noch was sagen, glaube ich. Oder deute ich das falsch? Nee, das deutest du richtig, aber das machen wir dann in der Abschlussrunde dann. Ich will auf einen Termin nämlich noch hinweisen, den wir haben. Mach das jetzt, gleich, ja. Bitte. Ganz genau. Ich möchte das Thema, jetzt ein kurzer Bruch, Thema Datenschutz ist in letzter Zeit ja sehr viel diskutiert worden, in Fragen mit Impfen, Corona-App, ähnlichen Geschichten. Wir haben uns deshalb dieses Thema zu Herzen genommen. Datenschutz aber geil heißt es. Etwas plakativ am 31.03. in Tainas Talk möchte ich gerne darauf hinweisen. Denn wir wollen eines gerne, diese Diskussion nicht nur Stammtischrunden im Fernsehen überlassen. Perfekt. Danke dir für den Hinweis. Ich bedanke mich bei Celia. Danke, dass du heute zum ersten Mal dabei bist. Wir werden dich jetzt Gott sei Dank öfters sehen, hören und mit dir diskutieren. David, ganz herzlichen Dank auch an dich. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens der Digi-Wiese in live wieder und stoßen mit einer Masse auch miteinander an. Ich sage mal nach draußen Richtung YouTube und Facebook herzlichen Dank an alle. Wir machen den Livestream zu Ende und jetzt diskutieren wir hier noch im Rund weiter. Also ein Vorteil, wenn du Backstage was haben willst, melde dich einfach an bei uns. Also in diesem Sinne wünsche ich euch was. Servus, herzlichen Dank und wir sehen uns.